Ja, hallo ihr Lieben, ich bin's wieder, eure Kirsten von Verändere dein Leben jetzt und ich freue mich total, dass du hier heute wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge aus unserer Reihe Business Monday. Falls du neu auf diesem Kanal bist, bitte vergiss nicht hier zu unterschreiben, die kleine Glocke zu drücken, so verpasst du auch keine Neuigkeiten mehr. Auf unserem Kanal möchten wir dir helfen, dein bestes Leben zu leben, so auch mit dem heutigen Video. In diesem Video möchte ich drei Programme vorstellen, die mein Leben wirklich nachhaltig verbessert haben. Noch ein kleiner Hinweis, dies ist kein gesponsertes Video, das sind alles Programme, die ich aus eigener Tasche bezahle. Wir haben dennoch hier unterhalb dieses Videos Links zu den jeweiligen Programmen. Wir haben da jetzt so ein Affiliate-Programm mit zweien ausgemacht, so dass dich das nicht mehr kostet, sondern du bekommst teilweise hier auch noch einen Discount dafür. Aber wie gesagt, dieses Video ist nicht gesponsert. Wir haben lediglich die Affiliate-Links dazu gepackt. Und jetzt viel Spaß mit dem heutigen Video. Hey. Oh. Yeah. I've been trying to take my eyes off you. Also ich habe jetzt drei Programme, die ich heute vorstellen möchte. Die Reihenfolge ist wirklich willkürlich. Ich kann nur sagen, dass alle drei Programme mein tägliches Arbeiten wirklich nachhaltig verbessert haben. Mit einigen arbeite ich schon seit über einem Jahr und mit anderen, da bin ich jetzt relativ frisch mit dabei, kann aber jetzt schon sagen, zwei Daumen nach oben, das ist wirklich was, was dir dein Leben als Selbstständiger in deiner täglichen Arbeit weiterhilft. Also ein großer Knackpunkt war bei mir immer die unglaubliche Administration, was das Thema Buchhaltung anging. Und da hat der Gesetzgeber ja schon zu Beginn des letzten Jahres, zu Beginn 2017 gesagt, okay, du hast als Selbstständiger auch die Verpflichtung, deine Dokumente ja so abzuspeichern, dass du die wirklich archiviert hast, digital archiviert hast. Weil bis dato hatte ich meine Sachen immer eingescannt, habe sie auf dem Rechner liegen gehabt, habe dann Excel-Tabellen geführt, habe dann wirklich einmal im Monat, ich war zu dem Zeitpunkt noch in der Situation, dass ich wirklich monatlich meine Umsatzsteuervoranmeldung abgeben musste. Und das war für mich schon immer ein wahnsinniger Aufriss, das zu machen. Das hat also wirklich immer im Monat zwei Tage mindestens Nettozeit benötigt, bis ich mit den Sachen wirklich parat war. Ja, und durch die Gesetzesänderung, also dass man dann verpflichtet war, plötzlich ja eine gewisse Archivierung auch als Einzelunternehmer zu haben, habe ich mich seinerzeit auf die Suche gemacht und bin auf ein richtig cooles Programm gestoßen. Es gibt mittlerweile verschiedene dieser Art. Ich arbeite persönlich mit LexOffice. LexOffice ist für mich ein ideales Buchhaltungsprogramm. Darin kann ich meine Kunden anlegen, ich kann meine Produkte anlegen. Es ist vernetzt mit meinen Konten. Es ist vernetzt, dass ich wirklich per Knopfdruck meine Umsatzsteuervoranmeldung abgeben kann. Auch unter des Jahres mir regelmäßig Berichte zu ziehen. Also ich kann eine Gewinn- und Verlustliste ziehen. Ich kann alle Einnahmen mir anschauen. Ich kann mir alle Einnahmentypen anschauen. Und das Schöne ist, also das finde ich wirklich super, wenn ich unterwegs bin. Jetzt muss ich mal gerade hier mein Handy nehmen. Wenn ich unterwegs bin, ich habe eine App für mein Handy und damit scanne ich halt den jeweiligen Beleg ein und kann ihn dann innerhalb von Sekunden im System dem richtigen Konto zuordnen, sodass es wirklich für mich unglaublich einfach ist. Also mittlerweile ist die Buchhaltung für mich nur noch ein ganz kleiner Bestandteil zeitlich gesehen. Ich kann mich auf wesentlich bessere Dinge konzentrieren. LexOffice ist zum Beispiel auch kompatibel A, mit der Software des Finanzamtes, das hatte ich gesagt, und auch mit der Software von einem Steuerberater. Es gibt aber auch andere Programme. Mittlerweile gibt es noch ein Programm Debitor, das habe ich selber noch nicht ausgetestet. Aber es ist ja so, wenn du als Einzelunternehmer unterwegs bist, willst du ja nicht so ein riesen Paket haben wie DATEV oder ja, da gibt es ja unzählige Buchhaltungsprogramme und die waren mir einfach immer viel zu statisch, viel zu kompliziert. Hier scanne ich die Sachen ein.
Da ist sogar eine Texterkennung mit dabei. Also das ist wirklich ein tolles Programm. Kann ich nur empfehlen. Und damit kommen wir auch schon zu Programm Nummer 2. Und ihr seht, ich habe wieder mein Handy parat. Weil das ist etwas, wofür ich mein Handy brauche. Also das kann ich gar nicht über meinen Rechner machen, sondern das kann ich nur über mein Handy machen. Und zwar ist das die Software Kontist. Kontist ist eine Möglichkeit oder ist ein Bankkonto explizit für Selbstständige. Du kannst dein Konto innerhalb von 5 Minuten eröffnen. Du kannst dort direkt die Steuerbeträge kannst du direkt zur Seite legen. Du kannst die Einkünfte direkt kategorisieren. Du kriegst sofort nach Anmeldung eine virtuelle Kreditkarte, die auf Guthabenbasis ist. Du kriegst dann im Anschluss nach ein paar Tagen hast du dann auch eine Kreditkarte, die auf also auch auf Guthabenbasis ist, die aber nicht virtuell ist. Die bekommst du dann geschickt und damit kannst du all deine geschäftlichen Abwicklungen machen. Also ich habe damit auch schon im Ausland bezahlt. Das klappt wunderbar. Die Unterstützung von Kontist ist wirklich super. Ja, und warum habe ich das überhaupt gemacht? Weil es wirklich ein Spießrutenlauf ist, als Selbstständiger, als Einzelunternehmer teilweise bei einer Bank in Deutschland ein Konto zu bekommen. Das ist nicht immer so ganz einfach. Da gibt es bürokratische Schritte, die muss man einhalten. Dann ist das System relativ starr. Also das bedient nicht wirklich das, was man braucht. Und insofern kann ich Kontist wirklich nur, wenn du ein Geschäftskonto brauchst, melde dich an. Und das Coole ist, wir haben mittlerweile Kontakt aufgenommen mit den Leuten von Kontist und wir werden im Mai, Juni sind wir in Berlin zu Sticks and Stones und da werde ich mit dem Gründer, mit dem Ideengeber von Kontist, werde ich einen Podcast aufnehmen und auch ein Video. Also insofern, das ist richtig cool. Aber auch da, ich bin reguläre Kundin, das ist nicht gesponsert. Aber hier unten haben wir einen Link. Einer der Mitarbeiter war so freundlich, uns einen Affiliate-Link zur Verfügung zu stellen. Wie gesagt, das kostet dich dadurch nicht mehr, nicht weniger. Aber du unterstützt uns damit so ein bisschen. Also den Link findest du auch hier nachher. Ja, das sind so 2 Programme, die was mit Buchhaltung, die was mit dem Finanzwesen in deinem Unternehmen, in deiner Selbstständigkeit zu tun haben. Die kann ich wirklich nur sagen, weil das hält unnötig auf. Und das hat ja mit deinem Kerngeschäft eigentlich nichts zu tun. Es sind trotzdem Aufgaben, die gemacht werden müssen. Und da kann ich beide Programme, LexOffice und auch ja, die App Kontist als Geschäftskonto, dir nur wärmstens ans Herz legen. Das dritte Ding, was ich dir einfach mal hier aufzeigen möchte, es kommt mehr aus dem Marketingbereich. Das haben wir selber auch auf unserer Webseite stehen. Das nutzen wir immer mal wieder und jetzt seit ein paar Wochen sehr intensiv. Das ist das Programm Canva, canva.com. Also den Link werde ich auch hier nachher unten verpacken. Damit kannst du also dein komplettes Marketing Layout erstellen. Also nicht jeder, gerade als Einzelunternehmer, kann sich eine Marketingagentur leisten. Früher hat man das dann immer sehr stark gesehen. Es waren dann sehr, sehr komische Grafiken, die dann da überall zu sehen waren. Und mit diesem Canva kannst du halt innerhalb kürzester Zeit ein sehr schönes Design dir erstellen. Ob das eine Instagram-Post ist, ob das ein Facebook-Post ist, ob das hier die Bilder für unseren YouTube-Kanal. Also alles das, was du von uns in den Social Media Kanälen siehst, wo nicht Conny oder ich drauf zu sehen sind. Alle die Bilder, die wirklich mit Schrift nachbearbeitet sind, das ist in der Regel über Canva. Also wir haben noch ein paar andere Apps, da werde ich aber auch noch mal ein gesondertes Video drüber machen. Aber mit Canva kann ich zum Beispiel auch eine Präsentation machen. Also ich hatte heute beispielsweise das Webinar Verändere dein Mindset und du veränderst deine Realität. Da haben wir ja einen Audio-File mitgeschnitten. Da wird es auch noch mal ein richtiges Videotraining zu geben. Da wird es demnächst noch mal eine Werbung für uns, einen Hinweis von uns geben. Die Präsentation für ja, dieses Webinar habe ich halt auch mit Canva gemacht. Früher war es dann wirklich so, dann musstest du dir alles merken, was du beispielsweise im PowerPoint, welche Farbeinstellungen, du musstest dir die Speicherorte. So habe ich alles auf einer Oberfläche. Ich kann bestehende Projekte kopieren, kann in denen arbeiten. Ich kann sie auch im Nachgang nochmal verändern. Also das ist wirklich ein cooles Tool, was wirklich ja so marketingtechnisch dich nochmal auf ein ganz anderes
Level bringt. Also, wie gesagt, du kannst damit Werbeanzeigen schalten, du kannst damit Ankündigungen machen, du kannst sogar Plakate damit machen. Ich habe sämtliche Plakate oder Ausschreibungen für Connys Ausstellung mit Canva gemacht. Das war, also, du bist einfach direkt auf einem anderen Level. Es sieht nicht mehr aus, als hätte das einer mit WordArt selber gemacht. Weil gerade an dem Punkt muss man viele Dinge einfach auch selber in die Hand nehmen. Ich propagiere zwar immer, und davon bin ich auch der festen Überzeugung, dass man nicht alles selber machen muss, aber gerade zu Anfang oder wenn man sich in ein neues Thema einarbeitet, hat man nicht immer direkt das Geld dazu und muss auch teilweise wirklich schnell Entscheidungen treffen. Und das ist das Gute, dass es heute so coole Tools gibt, die einem das Leben wirklich erleichtern. Also du brauchst nicht mehr irgendwelche Experten für bestimmte Themen. Das heißt jetzt nicht, dass wir nicht auch auf Marketing-Experten zugreifen oder auf Werbeexperten. Ganz im Gegenteil, das machen wir auch. Aber so kannst du deinen Workflow wirklich strenger machen, also enger ziehen. Du kannst ihn schneller machen. Du kannst deine Kreativität einfach mal ausprobieren. Und es hilft dir wirklich. Also der Vorteil von Canva ist natürlich, du kannst deinen Prozess einheitlicher planen. Du bist schneller. Du kannst mehr Kreativität hineinbringen und das Schöne ist wirklich, du hast alles aus einer Hand. Ich werde mal hier die Tage ein Video machen, wie so ein Workflow von mir ist, wenn ich ein Video produziere. Das heißt, wie das ist, wenn ich mir überlege, okay, was für eine Idee habe ich heute, dann das Kamerasetup bis hin wirklich zur Nachbearbeitung. Das ist ja dann doch schon immer relativ umfangreich und darüber werde ich mal ein gesondertes Video machen. Canva ist wirklich ein tolles Tool. Ich habe eine App auf meinem Handy, ich habe eine App auf meinem iPad, ich habe es auf dem Rechner und von jedem Rechner, wo ich auf mein Konto zugreifen kann, kann ich wirklich überall arbeiten und das ist halt auch das Schöne. Es ist halt eine cloud-basierte Lösung, die aber auch deinem, jetzt nehmen wir mal deinen Instagram-Account, was bestimmte Themen angeht, wirklich einen schönen einheitlichen Look gibt. Darüber hinaus nutzen wir dann noch andere Apps, gerade zum Fotografieren oder Filmen. Da werden wir aber mal gesondert ein Video drüber machen. Mir ging es jetzt heute darum, dir einfach mal drei Tools zu zeigen, die wirklich meinen Workflow nachhaltig, positiv beeinflusst haben und auch beeinflussen und mit denen ich auch weiterarbeiten werde. Falls du Interesse daran hast, dass ich mehr wie dieses Video aufnehme, um mal ein paar Programme vorzustellen, kommentiere das noch mal bitte hier unterhalb des Videos. Nach wie vor freuen wir uns über eure Likes, über eure Kommentare und lass uns gerne teilen, weiterempfehlen. Und ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder einschaltest zu unserem Business Monday. Aber wir sind ja mittlerweile bei, ich glaube, über 270 Videos hier auf dem Kanal. Also bis dahin wird dir bestimmt nicht langweilig. Ich sage bis dahin tschüss, deine Kirsten.